Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich beschäftige mich heute mit gebrauchten Umschlägen. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie aus dem hier, eigentlich sind es drei, ich habe hier jetzt nur zwei beispielhaft liegen, wie aus diesen unscheinbaren gebrauchten Umschlägen dann so etwas wird und wie man das so anstellt, ja, dann schaut mal ein wenig zu. Tja, man sieht so viel mit Umschlägen, was man so aus Junk so alles machen kann. Und ich wollte hier auch mal so einige Ideen aufgreifen. Und es sind bestimmt welche dabei, die schon mehrfach auch gezeigt wurden. Aber ich habe mir jetzt hier nochmal wieder was anderes ausgedacht, hoffe ich zumindest. Und habe mal so eine kleine Abwandlung noch reingebracht. Ja, so sehen die dann aus, wenn man bekommt. Und ich habe jetzt hier mich entschieden, auch mit Fenstern zu arbeiten. Und zeige jetzt mal, wie weit ich jetzt schon bin. Ich habe insgesamt drei Umschläge benutzt. Das hier ist einer und das hier ist auch einer. Ja, wenn ich das jetzt umdrehe, das ist auch das und das ein Umschlag. So, angefangen habe ich damit, dass ich den Umschlag einfach in der Mitte durchgeschnitten habe. Ne? Und um dann eine Tasche zu haben, habe ich hier und hier dann jeweils, also an den Kanten mit Flüssigkleber, erstmal die Taschen zugeklebt. Und dann habe ich diese Seite, diese mit dem Washi-Tape befestigt. Unter dem Washi-Tape ist zusätzlich zur Sicherheit noch Flüssigkleber, weil das ist altes Washi-Tape, es hält nicht besonders gut. Deswegen habe ich das so gemacht. Ja, das hier ist schon ein bisschen mit Papier, was ich zerrissen habe, ist ein bisschen verziert. Das hat den Grund, da war Werbung, das wollte ich nicht haben. Deswegen habe ich das jetzt schon mal überklebt. So, dasselbe habe ich hier auch gemacht. Hier in diese Tasche habe ich schon so einen kleinen Tag. Der ist jetzt, normalerweise muss der hochkant rein. Ich wollte nur einfach wissen, ob das jetzt von der Breite passen würde. Ich muss mir da noch ein Motiv aussuchen, was dann auch von Breite, Höhe und so weiter dann passt. Ja, normalerweise wäre das jetzt hier vorne. Wenn man das so aufklappt, ist vorne und hinten. Ja. Da habe ich wiederum so einen Umschlag genommen, in der Mitte zerteilt, die jeweiligen überstehenden, offenen Seiten dann zugeklebt und dann einfach hier drauf geklebt. Das hat dann den Vorteil, dass man, wenn man das nur hier, hier und hier klebt, dass man dann hier so mehrere Taschen hat, insgesamt zwei sogar. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann verstärken werde, damit das mir hier nicht auseinander geht. Aber ich denke, es ist ein Junk-Journalchen. Ist ja wirklich ein Mini-Mini-Journal. Da kann man ja auch ja, mal ein bisschen vergänglich arbeiten. Ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, was für die Ewigkeit gedacht ist. Wofür man das dann nutzt, ob man es dann als kleines Teilchen noch in ein Album hineingibt oder ob man das so lässt und vielleicht noch ein paar Seiten einfügt und dann als kleines Mini-Journal übergibt. Das kann man sich ja noch überlegen. Was ich jetzt weitermache, damit anstelle, das muss ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Ich lasse da jetzt nicht die Kamera komplett beilaufen, dann wird das Video einfach zu lang. Ich zeige euch dann die Zwischenschritte. So, ich zeige mal kurz, was ich jetzt bisher gemacht habe. Und zwar habe ich hier etwas ja, zerrissen. Und zwar ist das so Papier. Ich zeige das mal. Ich habe hier ein paar Vorräte. Im Grunde genommen ist das alles dieses Verpackungspapier, dieses Verpackungsmaterial. Dieses ja, eigentlich hässliche Papier. Und das zerreiße ich dann. Und hier hatte ich zum Beispiel sowas wie dieses Papier genommen als Unterlage und habe dann diese Verpackungspapiere zerrissen, aufeinander geklebt,
hier mit Distressoxiden besprüht. Das hier ist Stays On, da bin ich mal kurz mit dem Stempelkissen so hier drüber gegangen. Hier habe ich gestempelt und das ist so eine Mika Paste, glaube ich, so heißt das. Das sind so leichte Goldelemente, die so ein bisschen schimmern drin. Und da habe ich eine Schablone benutzt. So entsteht so etwas. Und eigentlich hatte ich gedacht, naja gut, das kann man vielleicht auch so, wie es ist, dann in ein Journal hineinpacken. Aber eine Seite hatte ich jetzt hier genommen und die habe ich dann zerrissen. Das war eine kleinere. Und da habe ich dieses Stück jetzt hinten drauf geklebt und das hier mit der Verzierung hier vorne. Und noch ein Stück jetzt auf die Seite. Und ein Papierteilchen habe ich mir schon vorbereitet. Das ist auch so aus so einem Digiprint und das wollte ich dann hier so drüber kleben. Und da mir hier unten etwas in der Ecke fehlt, hatte ich gedacht, dass ich hier noch einen Rest, ich gucke gerade, was so passt. Das würde eigentlich auch passen. Dann zerreiße ich mir das. Oh Mann, ja. Passend hierhin und dann klebe ich das unter das Blumenbildchen. So. Ja. Ja. Und dann sieht das hier an der Stelle vollständig aus und mir gefällt das gut, dass da etwas von dem türkisfarbenen durchblitzt. Packe ich hier Kleber drauf. Und ich hoffe mal, dass das jetzt hält. So. Ja, dann habe ich schon mal eine Seite fertig. Das hier mit dem Washi-Tape, das gefällt mir auch nicht. Da werde ich mir noch was ausdenken, was dann da drauf kommt. Aber so in der Art verarbeite ich meine Sachen, nur um das mal so zu zeigen. Also wie gesagt, das hier sind bereits vorbereitete Papiere. Teilweise sind die, je nachdem, wenn hier so mehrere Sachen übereinander sind, sind die auch recht dick. Und auch hier habe ich noch schabloniert, hier an den Stellen. Das ist mit Glossy Gel gemacht. Wenn man jetzt hier noch mit einer dunkleren Tinte hier drüber geht, dann würde das besser zum Vorschein kommen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ob ich das noch erledige, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ja, an dieser Stelle mal ein kleines Voice-Over. Ich habe mir dieses Papier, was ich vorher ja zerteilt habe, links ist die andere Blume hier, rechts will ich jetzt auch den Rest des Papiers hier noch aufkleben, will das aber nicht komplett drauf machen, sondern habe das Blümchen den Umrissen nach ja ein bisschen angepasst und ausgeschnitten. Und zusätzlich habe ich mir hier das Digipapier genommen und habe das auch schon mal vorbereitet für die Seiten und die Größe habe ich zugeschnitten und dann werden verschiedene Dinge aufgeklebt. Das kann man ja jetzt eigentlich dann auch ganz gut im Video verfolgen. Mittlerweile klebt der Kleber wirklich überall. Ich habe jetzt den an den Finger. Ich muss mal gleich sehen, dass ich den wieder abkriege. So, vorläufig bin ich jetzt hierbei angelangt. Also das ist die Vorderseite. Dann kann man das so öffnen. Ne? So sieht das dann aus. Und dann öffnet man es noch einmal. So, hier habe ich eine Tasche angefertigt. Und da dachte ich dann vielleicht ein kleines Notizbüchlein oder sowas hineinzulegen. Und das ist dann die Rückseite, die will ich noch bearbeiten, die gefällt mir noch nicht.
Nun bin ich der Meinung, dass die Rückseite unbedingt noch verändert werden muss. Diese freien Stellen will ich so nicht lassen. Ich habe verschiedene Acrylfarben mir genommen. Es sind auch unterschiedliche Hersteller, also das spielt jetzt hier keine Rolle. Da habe ich jetzt die Farben angerührt. Das ist weiß, türkis, grün und schwarz. Und diese Mixtur gebe ich nun auf diese freien Stellen auf und versuche, ein bisschen Hintergrund zu schaffen. Und dann hatte ich hier noch einen Tag, der mir ja so überhaupt nicht gefallen hatte. Den habe ich jetzt auch noch schlicht und ergreifend mit eingepinselt. Und unten hatte ich noch ein Klecks Schwarz. Das habe ich dann an den Rändern verteilt und habe das dann verblendet. So, jetzt habe ich den Ausflug erstmal mit den Acrylfarben beendet. Ich benutze jetzt dieses hier, das ist ein Iridescent Medium von Liquitex und das kann man wohl, wie ich jetzt so neulich erfahren habe, gut dafür auch nutzen. Das heißt, eigentlich weiß ich das schon länger, aber ich hatte vorher irgendwas anderes zum Irisieren. Das geht wohl mit Acrylfarben recht gut und dann gibt das einen schönen schimmernden Effekt. Und das ist wirklich so, in der Tat. Ich glaube, man sieht das jetzt. Das ist echt toll. Ja, das sieht doch jetzt ganz anders schon aus, dadurch, dass jetzt dieser Schimmer da drauf kommt und ich gebe auch hier auf diese Stellen etwas davon. Ja. Da habe ich jetzt das Zusammenspiel von den matten Stellen und von diesen irisierenden. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich gehe mal davon aus, dass das genauso schnell trocknet wie die Acrylfarben, weil das geht ja wirklich ratzfatz. Jetzt werde ich das hier einmal ganz kurz testen. Ich habe hier noch ein klein bisschen dran. Oh ja. Das ist ja ein cooler Effekt. So, da. Sehr schön. Gefällt mir. Gut, Experiment geglückt soweit. Es geht gleich weiter. Nun geht es weiter. Ich denke, auch diese Seite kann so ein bisschen Verzierung noch benötigen. Und ich nehme hier wieder meine Schablone mit den Punkten und ich nutze jetzt eine Mika-Paste hier. Die finde ich ganz schön, um ein paar hübsche Elemente noch reinzukriegen. So ein kleines bisschen bling bling. Sich dann schon richtig gut. Hier möchte ich noch ein paar kleine Pünktchen. Ja, die sind richtig erhaben. Klasse. Ich hoffe, man sieht es. Das werde ich jetzt erstmal zur Seite legen und trocknen lassen. Ja, und hier habe ich ja auch noch etwas zu verzieren, denke ich. Und das werde ich jetzt auch mit dieser Schablone machen. Und ich gehe jetzt extra in diesen dunklen Bereich, weil ich bin der Meinung, in diesem dunklen Bereich wird sich das schöner abheben. Da haben wir jetzt hier diesen schimmernden Effekt.
diesen Glitzer-Crackling-Effekt. Und so hat man einen richtig schönen selbstgemachten Tag aus Müll. Okay. Also ich muss schon sagen, dass ich Schnipsel nicht so schnell wegschmeiße. Auch diese Kleinigkeiten, die habe ich jetzt erst noch gelassen. Denn auch die kann man noch sehr schön irgendwo draufkleben. Und ich habe hier auch so ein kleines Mini-Büchlein schon mal gemacht. Ja, ich packe die jetzt alle mal hier zusammen in mein selbst vorbereitetes Täschchen. Und da kann man dann ja immer noch weiter dann etwas mit herstellen. Ja, und das hier ist das, wovon ich jetzt eben gesprochen habe. Also ich habe hier jede Menge fertiger Seiten, die ich mal irgendwann aus diesem Schnipselpapier hergestellt habe. Das sind verschiedene Umschläge gewesen. Das hier war eine etwas andere Färbung, nicht dieses Grau, sondern eher so ein brauner Umschlag. Und dann gibt es natürlich dann auch andere Effekte. Und hier war auch so rot liniertes Papier. Und ja, ob ich die ganz lasse oder eventuell sogar dann irgendwann zerschneide, das weiß ich nicht. Das entscheide ich dann spontan. Und ich packe mir das in so ein Tütchen. Dann habe ich dieses Farbschema zusammen. Und ich kann da jederzeit drauf zurückgreifen. Und diese Umschläge hier, die packe ich mir auch zur Seite. Ja, und jetzt muss ich erstmal warten, bis mein Teilchen hier getrocknet ist. In der Zwischenzeit habe ich hier, ich bin mal wieder ungeduldig, ich habe hier, Dudeln. Also das ist so ein Twinmarker und ich habe eigentlich nur hier am Rand eine Linie gezogen und hier oben auch. Da. Und ich finde schon, dass das jetzt eine gewisse Tiefenwirkung hat. Also das macht sich gut. Und ich denke, ich werde das hier vielleicht auch versuchen. Ja. Also wohlgemerkt, das ist jetzt nur ein Twinmarker. Das ist aber ein... Ups. Ich glaube, das ist einer mit Metallic-Effekt. Tja. Da gab es mal Zweierpackungen beim Action und ich habe einen hellen und einen dunklen. Und den dunklen nutze ich jetzt hier gerade. Ups, das war wieder die Kamera, Entschuldigung. Ich ziehe das hier nicht komplett drumrum. Sondern nur so an einigen Stellen. Hier oben vielleicht. So. Mal schauen. Finde ich schon viel besser. Hier fehlt mir noch was. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich einen Spruch drauf klebe, was Stempel oder eine Blume oder sowas drauf klebe. Tja, da muss ich mich noch entscheiden. Ich kann mal wieder nicht abwarten und habe mir jetzt einen schwarzen Gelstift geschnappt und male hier Punkte rein. Zusätzlich will ich jetzt hier Gold nehmen, weil das bleibt hier im Farbschema und gebe Goldpunkte noch oben drauf.
Ich bin mit dem Schwarz angefangen. Ich habe damit begonnen, damit sich das besser abhebt. Ach, hier ist die Blume auch noch mal. Da könnte ich das auch. Dann fangen wir da auch erst wieder mit dem Schwarzen an. So. Dann gebe ich hier kleine Goldpunkte drauf. So. Also das ist jetzt kein großer Akt, aber manchmal gefallen mir solche Kleinigkeiten halt sehr gut. Tja, jetzt muss ich ehrlich sagen, im Moment gefällt mir die Rückseite besser als die Vorderseite. Ja, das sollte mir zu denken geben. Ich hatte doch gerade eben den Tag noch gehabt, den ich mir dann dunkel angemalt habe und verziert habe. Ne? Ja, und den habe ich auch zerschnitten. Naja, den habe ich hier drauf geklebt. Hier, hier, hier und hier. Und durch diese dunklen Akzente wirkt das alles irgendwie viel besser. Und hier macht es darauf aufmerksam, dass da eine Tasche ist. Also eine gute Sache, solche kleinen Tags vielleicht auch auf Vorrat zu haben. Und dann sieht das eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Mir ist die Vorderseite einfach zu nackelig und deswegen gehe ich jetzt hier mit einigen Distressfarben noch dran und habe mir eine Schablone geschnappt von 13 Arts. Ja, und das Weitere seht ihr dann. Zusätzlich bin ich jetzt mit diesem Distress Oxide Aged Mahagoni lediglich in diesen Eckbereich drüber gegangen. Und ich habe da was mit vor, deswegen will ich hier den Bereich dunkler haben. Und fahre jetzt gleich mal fort mit einer speziellen Paste. Benutzt habe ich gerade das hier. Wie heißt das? Mousse Ivory Coast. Okay. Ich packe das mal wieder weg. Und so sieht das jetzt im Moment aus. Das gibt ja dann so Krakeliereffekte. Und ich hoffe mal, dass diese Crackle Paste, dass die jetzt gleich anfängt zu arbeiten. Dadurch, dass das jetzt nicht ganz so dick drauf ist, denke ich, wird das feine Risse geben. Ja, und jetzt habe ich mir so als Verzierung noch gedacht, ich mag ja sehr gerne so Impresslids. Das sind die von Tim Holtz und Sizzix. Und hier sind Blumen drauf. Ich habe hier zwei Papiere gleichzeitig durchgedrückt. Und die dann wieder auseinandergezogen. Aber ich glaube, besser ist das vielleicht, wenn man die Papiere zusammenklebt und hat dann vielleicht ein etwas stabileres Teilchen. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum gehört das? So, glaube ich. Und ich will das jetzt verkleben. Und ich benutze meinen Bastelkleber dafür. Hier passiert jetzt noch nicht wirklich was Spannendes. Ich habe nur die Seiten von dem Verpackungspapier einfach zusammengeklebt, damit es eine etwas dickere Struktur gibt. Und ich habe es schon so ein bisschen vorbereitet, dass das in meine Impressletts hineinpasst. Also hier habe ich das so gemacht, dass ich das erst ausgestanzt und geprägt habe und dann koloriert habe. Und jetzt habe ich mal hier einfach diesen Schnipsel sofort schon koloriert und ich will jetzt diesen großen auch mal mit Aged Mahagoni kolorieren. Ich weiß nicht, was für ein Unterschied es geben wird, ob es dann eventuell besser aussieht. Um das herauszufinden, werde ich das testen. Ja, um es mal ganz kurz zu zeigen, Entschuldigung. Ich meine jetzt, für einen hellen Untergrund sieht das hier besser aus. Gedacht hatte ich mir das nämlich so, vielleicht hier an die Kante oder auch hier unten. Ich finde,
egal wo. Das Dunkle macht sich eigentlich in meinen Augen besser. Das hier sieht zwar auch ganz gut aus, aber da müsste man vielleicht einen dunklen Untergrund haben oder einen größeren Kontrast. Ja. Ich glaube, ich bleibe hierbei. Ja. Ups, ich habe dann doch vergessen, die Kamera inzwischen mal wieder einzuschalten. Ja, ich wollte nicht alles mitfilmen, aber dann ist mir aufgefallen, naja, war ja jetzt doch ein paar Schritte mehr, ne? Okay, ja, ich kann das aber eben schnell erzählen. Und zwar habe ich ja die Impresslids geschnitten. Das hatte ich ja erzählt, dass ich die jetzt dem hier, also diesen hier vorziehe. Da war nur oben drauf dann die Farbe gelegt worden und hier hatte ich das komplett gefärbt. Gefällt mir hier bei diesem Büchlein irgendwie besser. Und das habe ich auch noch mal ein bisschen eingefärbt. Das war mir dann zu hell. Ja, und das hier kann man aus dem hier machen. Und zwar, indem man das hier in der Mitte einfach schneidet und dann so als Ecken benutzen kann. Wenn ich das jetzt hier mal nehme, nur mal so als Beispiel, kann das hier so drunter schieben. Ich habe das schon öfters auch in Journals benutzt. Ich habe festgestellt, dass diese Größe mir manchmal nicht so ganz in den Kram passt und ja, was hindert einen daran, einfach mal Sachen zu zerschneiden. Das habe ich dann auch gemacht. Ne? Ja, und was hatte ich in der Zwischenzeit auch nicht gezeigt? Ich glaube, das war hier das hier. Das habe ich aus einer Bix, also das ist so eine große Steelwool-Dye gekurbelt und danach habe ich das nochmal embossed und dann angemalt. So ein kleiner Mini-Umschlag, so als kleiner Gag hier so am Rande. Erst dachte ich ja, so ein kleines Büchlein reinzutun, aber das gefällt mir auch. Ja, so sieht's aus. Diese Ränder sind entstanden, indem ich nämlich, welche habe ich jetzt benutzt? Diese hier habe ich benutzt, diese Stanze. Und dann bleiben hier an diesen Rändern diese restlichen Papierteile stehen und die habe ich mir hier einfach da drauf geklebt. Auch das ist so geklebt, dass man theoretisch auch hier noch etwas dahinter stecken könnte, aber ja, wollte ich jetzt noch nicht machen. So weit bin ich jetzt. Also wenn man sich das anschaut, von einem simplen Umschlag zu sowas, ist doch schon gar nicht mal so verkehrt. Ja gut, das waren 3 Umschläge, um genau zu sein. Jetzt hatte ich auch noch aus den Impresslids, ich bin ja immer ganz begeistert, jetzt hatte ich noch überlegt, ob ich den hier noch da drauf gebe. Könnte ich machen, vielleicht auch noch ein bisschen mit Gold hervorheben. Ich überlege das mir nochmal. Das hier sind diese auch aus Papier gemachten Siegelwachsteile, also eigentlich ist das kein Siegelwachs, das ist ja nur Papier, aber es sieht dem sehr ähnlich. Hier habe ich noch ein paar übrig. Die habe ich hier auch zerschnitten, an den Rändern hineingeklebt. Also da kann man manchmal, ja, sind die Sachen, finde ich, dann zu groß und dann schneide ich sie mir halt so zurecht, wie sie mir passen. Ich habe das Gefühl, ich bin ja hier wieder völlig am Eskalieren, hätte ich jetzt was gesagt. Also es wird immer mehr und mehr, aber es gefällt mir immer besser. Hier ist mir noch was so eingefallen. Also das hatte ich ja gerade schon gezeigt, dass ich das in der Mitte durchgetrennt habe. Ich hatte hier das Papier so schön koloriert und es passte nicht so wirklich, die Ecke, die passte nicht richtig rein. Es ging nur bis hier. Ja, das hindert mich aber nicht, das trotzdem zu verwenden. Ich habe dann einfach hier oben die Sachen abgeschnitten und benutze das jetzt hier. Ich hatte 3 Papiere übereinander gelegt und durchgekurbelt, das ging. Und ich habe das jetzt hier so eingeklebt. Und das ist eine sehr schöne Diagonale jeweils und macht sich gut jetzt beim Öffnen des Albums. Das ist jetzt
zunächst über. Ich weiß nicht, ob ich es verwende, wahrscheinlich nicht. Und ja, dabei ist es erstmal geblieben, aber ich wollte das gerne mal zeigen, weil ich nämlich finde, man setzt oftmals gar nicht so die Sachen ein und denkt sich, ach, das Papier reicht ja nicht. Ich weiß nicht, das da rein, weil eigentlich hier die Diagonale so geht. Ich glaube, das lasse ich. Ja, also diese Bracelets finde ich wirklich toll. Mir gefällt es nämlich gut, dass die so unterschiedliche Formen haben und man in einem Durchkurbeln das Schneiden und Embossen erledigt und man hat so kleine Teile, die man gut zum Verzieren nehmen kann. Tja, jetzt habe ich immer noch nicht so richtig entschieden, ob der Schmetterling hier drauf soll oder nicht. Oder der. Ist das eventuell zu hell? Das zu dunkel? Schwierig. Nach einer kleinen Verschönerungskur mit Wachspasten hat er es doch geschafft. Mein kleiner Papillon, mein Schmetterling, er ist auf dem Cover. Nun ja, eigentlich war so ein Flip-Through gar nicht geplant, aber gut, es ist doch etwas mehr geworden. Und ja, ich habe jetzt das Mini-Album und das Mini-Mini-Album zum Album. Tja, so kann es gehen. Naja, ich fange mal mit dem Großen an, ich lege das erstmal zur Seite. Da habe ich jetzt den Schmetterling verziert und noch mit diesen Wachspasten von PentArt habe ich da gearbeitet. Und finde, das sieht richtig gut aus. Und aufgeklebt habe ich den Schmetterling mit einer Heißklebepistole, sodass man das etwas erhabener hat, dass der Flügel Standfestigkeit hat. Ja, insgesamt gefällt mir das Buch richtig gut. Was mir auch gefällt, ist, dass hier sind Anhänger ja versteckt. Und von der Grundkomposition ist das schön, dass dieser Tag hier hinten rausschaut und die Farben auch aufnimmt vom Cover. Und wenn man es umdreht, dann sieht es so aus. Also ich finde, das ist auch mit diesen Impresslids macht sich gut als Kontrast jetzt hier wieder zu dem Grün. Und mit dem Farbschema bin ich sehr zufrieden. Und auch hier bei dem Mini-Büchlein ist das ähnlich. Also sind die Farben aufgegriffen. Hier ist auch von dem Impresslid etwas ausgeschnitten, ein Blümchen und hier hinten noch ein Schmetterling. Also das passt eigentlich alles ganz gut so zusammen. Wenn man das jetzt öffnet, naja, das habe ich ja schon bereits gezeigt, aber hier habe ich auch noch ein bisschen mit Wachspasten was hinzugefügt. Hier ist der Anhänger hier hinter, den kann man rausziehen. Und ich finde, das Motiv passt ziemlich gut hier zu dieser Pflanze hier. Und ja, theoretisch könnte man hier auch noch was, hatte ich ja schon gezeigt, dahinter stecken, aber ich habe das jetzt gelassen. So, wenn man das jetzt öffnet, insgesamt ist es recht groß. Ich hoffe, es kommt ins Bild. Auf der linken Seite beginnen wir mal. Hier habe ich das Impresslid hier so halb drauf geklebt. Und so kann man jetzt Anhänger, die man selber bastelt, dahinter praktisch als so eine Attack Spot befestigen. Achso, hier ist noch was embossed, heiß embossed ausnahmsweise mal mit Gold. Weil das hier ist ja alles, wie man so schön sagt, kalt embossed. Dieser Schmetterling hat es dann auch auf mein Journal oder in mein Journal noch geschafft. Also nicht nur vorne das, sondern hinten auch noch. Ne? Und hier hatte ich ja schon erwähnt, ist die Tasche und in die Tasche habe ich jetzt nicht nur den kleinen Briefumschlag gesteckt, sondern damit man das besser rausziehen kann, so einen Anhänger. Und hier habe ich dieses Impresslid, das hatte ich ja gesagt, dass ich hier gekürzt habe und da ist jetzt der Briefumschlag, ist jetzt hier hinter reingesteckt. Also das passt haargenau und das kann man jetzt sehr schön hier reinschieben und hat dann auch einen kleinen Hingucker. Hier habe ich auch noch heiß embossed und auch hier. Und das ist eigentlich nur, das sind so mehrere Seiten, sind es nicht. Das ist einfach in der Mitte einmal gefaltet und ja, ein bisschen hier geinkt und dann
kann man das hier so reinstecken. Jetzt kommen wir zu dem Interieur. Ich beginne mal mit dieser großen Sache hier. Das ist ein Anhänger, den ich reichlich hier noch verziert hatte. Und das hier ist eine Verlängerung zu dem Anhänger. Ursprünglich war der erst nur so. Und dann habe ich gedacht, damit das hier besser zum Herausziehen ist und damit man das hier auch von der Seite einigermaßen schön hat, habe ich hier auch noch ein Impresslid draufgeklebt. Und das ist so ein bisschen mit Aged Mahagoni verziert worden. So, dann werde ich das jetzt mal hier wieder reinstecken. Hier habe ich auch noch einen Anhänger. Das war eine Verpackung für Magnetfolie von, ich glaube, von Teddy. Und das habe ich einfach mit der Big Shot durchgekurbelt, eine Anhängerstanze genommen und das hier drauf geklebt. Hier ist gestempelt worden. Wenn man jetzt genau schaut, das hier ist die Mika-Paste und diese Punkte sind mit Wachspasten durch die Schablone gedrückt worden. Die Wachspasten kriegt man auch wieder von der Schablone runter, wenn man das sofort mit Wasser und Spüli erledigt. Ansonsten ist das dann eine permanente Geschichte. Also da muss man ein bisschen sich beeilen. Ja, hier habe ich auch noch den Anhänger hinten so ein bisschen verziert. Das ist das Bildchen, was man dann hier vorne sieht. Nee, stimmt gar nicht. Das hier ist der Anhänger. Also wenn ich das jetzt rausziehen würde, dann wäre das Bildchen. Aber ich finde, das passt besser. Tja, so. Genau, so war das. Hier habe ich auch noch etwas. Das hier ist dieses Bildchen. So. Und dahinter habe ich so ein kleines Notizbüchlein gefertigt. Das ist alles aus, das ist kein neues Papier, das ist alles aus Briefumschlägen gemacht. Hier sind ein paar Sachen aufgeklebt. Hier ist ein kleiner Brett. Also hier ist erstmal ein Loch durchgemacht worden und damit ein Brett befestigt. Und hier ein paar Ecken gestempelt und Schrift drauf gefertigt. Und da sieht man auch, dass das eine wirkliche Briefmarke ist, die benutzt wurde. Hier wieder ein paar Stempel. Da eine Spalbe. Ja, und das fand ich jetzt ganz witzig. Das ist ja da, wo der Briefumschlag normalerweise zugeklebt ist. Da ist so ein Bogen von der Rückseite dann zu sehen und da habe ich jetzt einfach die Schwalbe so drauf gestempelt, als wenn sie jetzt hier dem hier Streifen folgt, so als Flugbahn. Fand ich ganz witzig. Ja, also das kommt jetzt hier wieder rein und mir gefällt das eigentlich ganz gut hier mit diesen Pflanzen, deswegen stecke ich das, passt so gut zu dem Grün da wieder hin. Hier habe ich auch noch einen Anhänger, den habe ich ähnlich gemacht wie die anderen auch. Und habe da auch wieder die Mika-Pastenstempel und auch die Wachspasten genutzt. So, habe ich dann alles soweit gezeigt. Ach, hier habe ich noch einen. Da habe ich von Tim Holzer gibt es diese Impresslids. Also das ist eine andere Impresslid. Da ist so eine Art Rautenmuster drauf. Das gefiel mir gut. Da hatte ich noch ein bisschen von meinem Papier übrig. Und da das noch bemalt war, habe ich dann gedacht, nutze es auch. Wäre schade drum. Ja. Also ein doch sehr großes Buch, vom Inhalt zumindest groß geworden. Und dann habe ich ja auch noch ein kleines Mini-Büchlein zu meinem Büchlein. Ja, das ist jetzt mit einer, hatte ich ja gesagt, einer Blume hier vorne verziert. Also das schimmert so unheimlich schön. Das sind diese Mika-Pasten. Moment, muss ich mal eben zeigen. Also das ist diese Blume hier, ausgeschnitten. Und das ist im Grunde genommen, als wenn man hier einmal durchschneidet, einmal oben hingeklebt, einmal unten. Ja, und hier habe ich eine kleine Tasche. Da ist ein kleines Stanzteil. Das ist Echinacea. Hier ist eine, hier könnte man auch noch was hintergeben. Und hier sind verschiedene Pflanzen. Das ist so ein Pflanzenset, Stempelset von Funkekram. Hier sind auch noch mal kleine Taschen. Da kann man kleine Anhänger dahinter machen. Da ist Eukalyptus. Ach, mir war es schade um die
Schnipsel und um die schönen Farben. Deswegen habe ich gedacht, naja, komm, machst du noch ein kleines Mini-Büchlein. Aloe, Aloe Vera. So. Und das war's jetzt. Ich hatte noch überlegt, ob ich hier ein Löchlein reinmache und dann beide miteinander verbinde und dann hier ein Band und das damit verbinde. Aber das habe ich noch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich es tun werde. Na gut, das war's für heute. Viel Spaß beim Nachbasteln. Seid einfach kreativ und genießt den Tag.